Salvete, meine edlen Patrizier und Plebejer, schön, dass ihr wieder einschaltet zu Total War Rome Remastered. Nun, meine edlen Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Wir werden als erstes hier versuchen, uns dieser Rebellen zu entledigen. Sie ziehen sich zurück an die Küste. Der Sieg ist unser, o Mächtiger! Das können wir nicht tun. Wir müssen jedoch angreifen, um diesen Überläufer in unsere Stadt zu schicken. Bogenschützen und Mauern. Das sollte mit einer starken Kavallerie möglich sein. Wir halten selbstverständlich unseren neuen Statthalter zurück, werden mit unserer Kavallerie reinpreschen. Das sollte alles kein Problem sein. Dann werden wir uns noch um die zweite Armee kümmern, die wir gerade kurz schon betrachten konnten. Und ab dann werden wir wieder primär in das Organisatorische rücken. Was natürlich wieder ein bisschen schade ist, dadurch, dass das Spiel neu gestartet wurde, müssen wir uns nochmal um die um unsere Städte kümmern. Aber das hat ja alles noch Zeit. Wir werden uns um unsere Agenten kümmern. Armeen, denke ich, haben wir dann bewegt. Gut, Nordafrika gilt es natürlich noch zu kontrollieren. Und ja, den Küstenraum, der jetzt so ein bisschen abgespalten ist vom Zentrum der Ägypter. Beginnen wir hier gleich. Ich will nicht zu viel Zeit verlieren. Starten wir also. Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Einheiten! Einheiten! Schneller! Einheiten! Keil! Einheiten! Rad! Einheiten! So. Marschiert! Einheiten! Gruppieren! Und Angriff. Einheiten, Angriff! Ignoriert mir die Bauern. Einheiten, Angriff! Also sie haben die Bogenschützen vorgeschickt. Ja, das ist ja noch verrückter. Das war ja weitaus verrückter, als ich dachte. Ich dachte, sie hätten die Bauern vorne rangestellt. Ja, das ist dieses Spiel mit dem Feuer. Natürlich gibt es immer wieder Gruppierungen, die wir bezahlen und versuchen so, die Aufstände auf friedliche Art zu klären. Aber das ist ein heroischer Sieg. Der Römer würdig. Das ist keine Garantie. Das ist keine Garantie. Den Teufel wer... Den Hades werde ich tun. Dass ich hier irgendwie Garantien vergebe, nur weil man einen Aufstand macht, dass man dafür bezahlt wird. Mit 100 oder 200 Denaren. Sicher nicht. Sicher nicht. Ich versuche uns diese Probleme vom Hals zu schaffen, aber wenn diese Aufstände so penetrant in der Nähe unserer Städte stattfinden, dann wird auch mal der Speer sprechen. Definitiv. Ich persönlich halte nichts davon, Zivilbevölkerungen niederzuringen. Wenn sie uns keine andere Wahl lassen, dann ist es leider so. Weiter! Okay, das ändert momentan nichts an der Lage, aber sobald der Tempel gebaut wird, sollte hier bessere Stimmung herrschen. Sehr gut. Wie kann ich dienen? Alle zu weit weg. Wie kann ich dienen? Aber er wäre möglich. Wie kann ich dienen? Sofort. Er soll seinen Posten an der Mine verlassen und dort hochrücken. Soweit ich weiß, haben wir die Gebiete ja kontrolliert. Wir wollten hier noch angreifen. Genau, hier befinden sich die letzten ägyptischen Armeen des Zentrums. Sie schlagen sich noch mit ein paar Rebellen rum. Hier auch zwei Generäle ohne weitere Begleitung. Herr General, greift den Feind an! Die Armeen spalten sich von ihren Generälen ab. Und hier Galatien, natürlich ein weiteres Ziel. Eins von zwei Provinzen hier in diesem zentralen Bereich. Wie immer sehr viele
tatsächlich mehr ägyptische Soldaten. Ich sage aber auch hier wieder ganz ehrlich, wenn das nicht funktionieren sollte, schadet es uns nicht extrem. Es geht mir generell darum, diese Armee auszudünnen und vor einem weiteren Einmarsch in Phrygien abzuhalten, da Phrygien so lange jetzt von Belagerern, von Plünderern geplagt wurde, dass es ein wenig Frieden verdient hat. Ihr wundert euch sicher, welche Belustigung es heute Nacht gibt. Im Lager ist so viel Wein, dass man ein Boot darauf rudern könnte. Ihr sollt Einheiten! Wartet auf meine Befehle! Söldner! Einheiten! Bogenschützen! Belitres. Einheiten! Schnell! Bogenschützen! Beeilung! Set! Haltet ab! Einheiten! Gruppenformation! Beeilung! Einheiten! Formieren! Bittene Söldner! Beeilung! Lob sei den... Na, da darf man ja gespannt sein. ...sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Angriff! Einheiten! Schicken wir unsere Vorhut mal los. Und ihr stellt euch schon mal auf. Viele werden nicht übrig bleiben, das ist aber auch halb so wild. Hat der Feind Verluste erlitten? 7 Stück? Einige Einheiten kommen noch nach. Besser wäre euer General auf sein Schwert gefallen, als weiterzuleben. Er läuft davon. Einhalten. Ja, die Feinde jagen unsere Einheiten. Sie haben ihre Einheiten getrennt. Viele Einzelgruppen, wie wir sehen. So, und jetzt haben sie auch mitbekommen, dass die Verstärkungseinheiten von uns eingetroffen sind. Oh ja. Die sind natürlich gefundenes Fressen für unsere Leute. Haben sie ihre Bogenschützen vorne stehen? Sehr schön. Der Überfall auf die Plänkler hat gut funktioniert. Damit haben sie eine Einheit komplett aufgeopfert. Lasst dort keinen am Leben.
Bogenschützen! Bogenschützen! Einheiten! Kümmert euch um die Wüstenachskämpfer, schnell! Ihr habt sie nicht alle bekommen. Ruhig, Männer, ruhig. Und jetzt versucht die Bogenschützen der Feinde zu bearbeiten. Los! Sie sind zurückgekehrt ins Schlachtfeld. Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass der Feind sich schon etwas aufgearbeitet hat. Ja, da kommen natürlich die ägyptischen Streitwägen. Die werden problematischer sein. Und jetzt attackiert die Wüstenkavallerie. Sehr schön, mit dieser Einheit sind sie fertig. Und jetzt greift sie hier an. Aber auch ihre Streitwägen sind bereits erschöpft. Ihre Pferde haben sich aufgearbeitet. Wir haben eine enorme Überzahl momentan aufzuweisen. Der feindliche General wurde getötet. Sehr gut. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Und hier ist es nun wichtig, den Angriff weiter aufrechtzuerhalten. Ja, die Verluste der Feinde sind enorm. Ich gestehe, das läuft besser, als ich es erwartet habe. Positionieren. Und die Schildkrötenformation einnehmen. Sehr schön. Ja, die pharaonischen Leibwachen sind nicht ohne. Die dürfen wir nicht unterschätzen. So, jetzt kommen die ägyptischen Streitwagen zurück. Die sind gefährlich. Aber natürlich nicht unbesiegbar. Feinde fliehen. Sie ziehen sich zurück. Versucht noch ein paar Bogenschützen abzufangen. Ihr habt keinen Feuerfreibefehl mehr. Ja, einige feindliche Einheiten werden natürlich fliehen.
Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Angriff, die Römischen! Angriff! Jeder Ägypter, der heute stirbt, ist ein Erfolg. Sehr gut. Rom verlangt vom Feldherrn Siege und dieser Tag ist für uns ein klares. 189 Überlebende da. Überlebende da muss der Pharao erstmal damit umgehen können, mit diesen Verlusten. Sehr gut. Diese werden vermutlich in die Stadt fliehen. Jetzt ist natürlich die große Frage: Gehen wir so weit? Sie fliehen neben die Stadt. Befehle? Herr Imperator? Imperator? Herr? Ich würde sagen, wir setzen die Stadt auf jeden Fall unter Druck. Na, das war jetzt nicht geplant. Ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht, steht in den Sternen. Aber wir könnten die Chance nutzen und nicht nur diese kleine Armee aufarbeiten, sondern die Garnison der Stadt extrem schwächen. Einen Sieg wird das vermutlich nicht nach sich ziehen. Bewegung! Schützen! Irakische Söldner! Schnell! Rennt! Einheiten! Einheiten! Formieren! Bogenschützen! Einheiten! 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 Bogenschützen! Einheiten! 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 Formieren! Kavallerie! Einheiten! Also der große Erfolg wird das hier nicht. Der Feind hat mehr Männer zu sich gerufen. Ja, ja. Puh. Ja, sie haben uns natürlich genau in der Zange. Das macht die Sache noch komplizierter. Einheiten. Einheiten. Legionäre, Bogenschützen, Hilfstrupp. Einheiten. Prätorianische Kohorten. Söldner. Kraker, barbarische Söldner. Einheiten. Schnell, schnell. Bogenschützen. Einheiten. Einheiten. Schnell, schnell. So. Wir werden angegriffen. Einheiten, marschieren. Mal sehen, wie schnell der Feind zu Hilfe kommt hier in dieser Situation. Hauptmann Ramose hat in dieser Situation übernommen. Die Garnison der Stadt kommt relativ gemächlich. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Und drehen.
Gut, anscheinend hat der Feind geahnt oder gesehen, dass ihre Vorhut gebrochen wurde. Die Armee des Feindes Schnell. Flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Einheiten, Angriff! Einheiten, Einheiten, Angriff! Versucht ihre Bogenschützen unter Druck zu setzen. Nun müssen wir uns auf die Hauptarmee, auf die Garnison vorbereiten. Ägyptische Streitwagen kommen. So sollte sich kein Römer verhalten. Diese Schmach wird ewig an ihm haften. Euer General läuft davon. Euer General war ein Narr und ist daher nun tot. Sein Ableben wird seinen Männern den Mut rauben. Zurück in Formation. Das wird ein Formationskampf, definitiv. Wir können hier im Prinzip nicht gewinnen. Das steht außer Frage. Wie gesagt, es geht primär ums Ausdünnen. Denn wir werden hier überrannt, ja. Aber gute 400 Verluste bei den Feinden. Naja. Das ist etwas. Das ist etwas. Nicht mal. Na. Besiegt zu werden ist wahrlich bitter für jeden Römer. Aber darauf folgen frische Siege. So sehe ich das auch. Darauf folgen ausgesprochen frische Siege. Ja, die Garnison. Kaum geschwächt. Wird natürlich mit diesem Sieg auf dem Rücken entspannt in die Stadt zurückkehren, aber die Nachhut kommt. Die Nachhut kommt. Verlasse die Armee. Rückzug. Auch die Vorhut ist geblieben. Bis in die Stadt zurück. Bis in die... Bitte? Keine Züge mehr. Ja, der Statthalter hat sich vorerst als kluger Anführer erwiesen. Vorerst. Zumindest als kluger Verteidiger. Hier muss dringend weitergearbeitet werden an der Stadt. Baut die Garnison weiter aus? Ja, mein Herr.
fort. Wir benötigen euch im Norden, Kasambus. Und so langsam treffen unsere Verstärkungstruppen ein. Sehr gut. Ja, hier ist natürlich das Palmyrenische Reich das nächste Ziel, der Eintritt in die Wüste, ja. Ich glaube, es ist auch der Bereich, der dann direkt, wie wir hier sehen können, an das Parzische Reich aneckt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Imperator. Diese beiden Einheiten können wir am ehesten, ne, im Süden gebrauchen. Bitte. Sofort. Gib mir Informationen über diese Stadt. Bostra. Das sollte reichen, um die Stadt zumindest unter Druck zu setzen und den Ägyptern eine weitere Geldquelle zu sperren. Nabatäa. Mhm. Bereits ein Wüstengebiet. Auch sehr groß. Umfasst anscheinend hier den ganzen... Das ist ein großes Gebiet. Wie gesagt, sehr, sehr unfruchtbar und auch nicht so wahnsinnig interessant. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Bitte. Ich kaufe aber Konkurrenz auf. Aber das ist ja erstmal nebensächlich. Es geht ja nur darum, Ägypten weiter unter Druck zu setzen, ihnen hier keinen Spielraum zu geben, sich neu zu entfalten oder ähnliches. Bitte. Äußerst effizient. Äußerst effizient, der Gute. Kann ich etwas tun? Ohne Zögern. Mhm. Ja, ihn schicken wir natürlich durch die blanke Wüste. Wir müssen aber auch, hier sehen wir eine Straße, es müssen hier Straßen durchgehen. Ohne Zögern. Wir machen genauso weiter. Wir bearbeiten weiter jede noch so kleine Geldquelle der Ägypter und halten den Druck auf diese Weise auch aufrecht. Erwarte eure Befehle. Kann ich etwas tun? Erwarte eure Befehle. Euer Ehren? Ich spreche sofort mit. Wir könnten mal versuchen, mit ihnen zu verhandeln. Ich glaube nicht, dass es ertragreich sein wird, aber wir können es probieren. Der größte Druck könnte von hier kommen. Das ist entscheidend. Dennoch sind die Ägypter extrem geschlagen. Der Angriff auf Memphis, kommt ja. Kommt zum Punkt. Unsere Geduld hat ihre Grenzen. Auf ein Wort? Nun, wenn ihr das so sagt. Das ist zu einfach. Erwarte eure Befehle. Ohne Zögern. Die Stadt gibt sich nur ausgesprochen aufrührerisch. Ohne weitere Maßnahmen werden wir da nicht viel tun können, aber vorerst. Vorerst können wir zumindest sagen,
haben wir den Ägyptern eine weitere Stadt gestohlen. Hier baut mir ruckzuck einen Tempel des Bacchus. Das sollte sich zeitlich noch rausgehen, bevor die Stadt den wieder verloren wird. Sein Leben wird enden. Dann können wir in der Zeit Einheiten hier sammeln, die dann das Gebiet wieder zurückerobert. Und wir haben durch den Einriss gewisser Gebäude ja auch bereits einiges an Geldern, die wir investiert haben, für die Provinz Sinai schon wieder zurückgeholt. Von daher ist das auch kaum ein Problem, kaum ein nennenswertes Problem. Viele Kämpfe in dieser Runde, viele Erfolge in dieser Runde. Euer Ehren? Ja. Sofort. Unsere Diplomaten schicken wir jetzt hier in die Wüste. Das ist auch ein sehr groß. Eine Provinz hier, diese komplette Wüste, ist eine Provinz der Parzer. Die südlichste. Ich gehe nicht hiervon aus, dass sie außergewöhnlich gut geschützt ist. Einen Turm bloß. Die Siedlung wird belagert. Herr! Vorwärts! Nächste Runde wären es zumindest drei. Vier. Dann würde jede Einheit durch einen Turm geschützt werden. General! Imperator! Wenn es hier keine Probleme gibt, muss ich auch nicht unnötig viele Einheiten aufbewahren. General, stoßt vor! Wenn sich Theben uns so einfach unterwirft. Schließe mich an. Herr! Stoßt vor! Nichts, was für weitere Beunruhigung sorgen sollte. Hier scheinen die Straßen. Sie sind eigentlich relativ gut ausgebaut. Ich habe Schlimmeres erwartet, aber tatsächlich im zentralen Ägypten kann man sagen, hat sich dieses Volk doch Mühe gegeben. Ja, sie haben sich bemüht. Eure Befehle. Sie haben sich definitiv bemüht und das muss man ja auch ein wenig anerkennen. Mehr würde ich von diesem Volk sowieso nicht erwarten. Kommt zum Punkt. Unsere Geduld auf ein Wort. Nun, wenn ihr das so sagt. Husch. Sofort.
Imperator? Vorwärts! Weiter! Imperator, weiter! Ja, unsere Einheiten schicken wir natürlich weiter. Sie werden weiter Richtung Osten marschieren. Es ist ein Strom, der auf die Ägypter zukommt, den sie nicht aufhalten können. Sie haben ja jetzt schon Probleme. Sie haben ja schon Probleme mit dem, was bisher auf sie zukommt. Und das ist ja noch überhaupt nichts. Erwarte Befehle. In der Hinsicht können wir wirklich, ohne Bauchschmerzen zu bekommen, sagen, Ägypten ist verloren. Und die Parzer verlassen sich meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr auf die geografischen Gegebenheiten. Sofort. Die sie vielleicht eine Zeit lang geschützt haben. Aber nicht mehr, wenn wir von allen Seiten kommen. Im Prinzip infiltrieren wir sie ja auch schon. Wir haben ja, wir stehen ja schon bei einem der bei einem der Städte an. Wir stehen ja schon bei einem der Gebäude an. So, und die letzten zwei Eroberungseinheiten können Kyrene nun auch verlassen. Sehr schön. Bah! Imperator, marschieren! Ja, es gibt einen Diplomaten. Sind das alles schon wieder Gebiete, die von Aufständischen bearbeitet werden? Das kann doch eigentlich nicht sein. Na, hier sind auch noch ein paar übrig gebliebene Lager. Ja, ihr werdet noch eine weitere Runde brauchen, aber zumindest sind hier die Straßen so weit ausgebaut, dass man schnell von A nach B kommen kann. Gut. Ja, ich werde das kurz prüfen mit unserem Händler. Er ist zwar eigentlich nicht zur Spionage gedacht, aber man kann ihn ja dafür verwenden. Wir sehen hier oben auch schon, wie sich sein roter Gürtel hier entlang zieht. Die ägyptischen Gebiete voneinander trennt, sodass auch dazwischen keine Organisation mehr stattfinden kann. Ja? Laut und deutlich. Nein, Falschalarm. Laut und deutlich. Alles in Ordnung? Ja. Ihr kümmert euch direkt um diese Person. Ich suche sofort das Gespräch. Ohne große Umwege, wunderbar. Das ist natürlich am einfachsten, wenn sie direkt positioniert bleiben können. Ohne Zögern.
Und dann fehlt uns nur noch Tingis, aber in Tingis werden wir auch nicht mehr viel machen. Gut, sehr gut. Dann noch kurz alles überprüfen, ein paar Bauten in Auftrag geben, mit Sicherheit. 44.000 Denaren sind noch übrig. Ich denke nicht, dass wir noch viel mehr Einheiten ausbilden müssen. Und dann warten wir mal eine mögliche Antwort der Ägypter und Parzer ab. Man darf ja gespannt sein. Wie kann ich dienen? Sofort. Man darf ja gespannt sein. Es ist angenehm zu wissen, dass sie uns nicht mehr viel entgegensetzen können. Klar, sie können vereinzelt Siege einstecken, aber allein schon, seht euch, also diese Gebiete hier. Diese Gebiete hier. Sie sind so stark und da ist Italien noch nicht mal mit hinzugezählt. Da würden sie sich die Zähne ausbeißen, wenn sie bis dorthin kommen würden. Ein kleiner Gegenschlag, ja. Und mehr? Bitte? Jawohl. Anscheinend habe ich diese ganzen Händler von Karthago übergangen. Bitte? Jawohl. Das möchte ich natürlich nicht. Bitte? Ich bezweifle, dass ihr hier glücklich werden werdet. Ja? Ich bezweifle, dass es hier irgendwelche Wege Euer gibt. Gnaden? Bei Jupiter. Da habt ihr einen Gewaltmarsch vor euch. Darauf könnt ihr euch vorbereiten. Da habt ihr wahrhaft einen Gewaltmarsch vor euch. Meine Güte. Bitte? Wenn ihr nicht besiegt, dann steckt ihn zumindest mit der Pest an. Habt ihr ihn nun vergiftet oder habt ihr es geschafft? Laut und deutlich. Gleich ist es mir auch. Solange ihr Erfolge feiert. Die Frage ist, ob sie einfach versuchen, Kilikien für sich zu beanspruchen. Das ist die große Frage. Ihr bleibt genau da. Gut, alles äußerst zufriedenstellend. Oh. Nikomedia können wir momentan nichts machen. Petra ebenso nicht. Eburacum ist nicht so schön.
das ihr Ziegenlager. Das ist kein Problem. Oh ja, da kommt noch einiges. Huiuiui. Rhodos. Rhodos ist wirklich ein Dorn in meinem Auge. Ich kenne ja unsere Problemkinder. So ist es ja nicht. Mancherorts gefällt mir die Entwicklung jedoch überhaupt nicht. Gleichbleibend ist in Ordnung, aber warum? Warum wir mancherorts tatsächlich verlieren? Trotz extremer Vergünstigungen. Jerusalem braucht dringend ein Aquädukt. Siva können wir nicht ausbauen. Arbeiten wir an der Bewässerung. Ja, tun wir was gegen die... gegen die Probleme dort. Thessalonika? Oh. Baut eine Gießerei. Euer Gnaden? Vielleicht bringt die Leute das dort auf bessere, auf angenehmere Gedanken. Das sind nur kleine Vorhaben. Hier brauchen wir dringend Latifundien, ja. Generell, die Ernährung ist weiterhin eines der größeren Probleme in vielen Gebieten. Sehr gut. Sehr, sehr gute Anlagen. Wunderbar. Beginnt. Okay, die Ägypter scheinen nicht auf einen Überfall aus zu sein. Höchsten? Da die... Es sieht aus, als würden die Generäle fliehen. Eine Gegenwehr gegen die Rebellen? Verhandlungen zwischen Parthien und Ägypten. Auch ein Bündnis wird euch nicht mehr retten. Eine Sekunde hatte ich drüber nachgedacht. Auch hier eine Art Ausdünnungskampf zu führen, aber nein. Aufstand in Petra. Und der Tod geht in Nikomedium, aber anscheinend haben wir ihn... Ja, ja, sollen sie ruhig zerstören. Sollen sie sich austoben? Sonnikomedia?
Imperator. Die Einheiten schiebt ihr mir zusammen. Diese Einheiten. Imperator. Sollen vorerst die Stadt verlassen. Weiter. Trotz Krankheit. General! General! Weiter! Versuchen wir, die vollständigen Einheiten rauszuziehen. Schließe mich ab! General! 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 Marschieren! Da, ihre ganzen einzelnen Generäle. Die sind ja prinzipiell gefundenes Fressen für uns. Aber Rom ist wieder frei. Ausgesprochen beruhigend. Also gut. Leider keine neuen Geburten. Baubericht, Arimium hat eine Wasserversorgung, das ist spät. Oscar, Latifundion, Domus, Dolcis, Domus, einen Statthalterpalast. Messana, einen großen Tempel des Jupiter. Palma, einen großen Tempel des Bacchus. Korinth, eine Bewässerung. Lilibeum, epische Steinmauern. Kersones, ein Hafen. Das Alani-Lager, ein Schrein des Ceres. Tanais, ein Aquädukt. Karthago, eine Fruchtfolge. Sinope, ein Schrein des Bacchus. Sidon, ein Tempel des Bacchus. Damaskus, ein Schrein des Jupiter. Und Petra, ein Schrein des Bacchus. Ägypten ist bald schwächer als ihre Konkurrenten aus Parthien. Diese Demütigung möchte ich gern sehen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, mein Herr. Euer Herr. Hier ist ein relativ unerfahrener General. Ich weiß nicht, was gerade die Generäle der Ägypter zur Flucht bewegt, aber es ist mir auch egal. Wenn wir sie für unsere Sache gewinnen können, ist mir der Rest egal. Und ich glaube, dass bei ihnen gerade der innere Widerstand. Unsere Geduld auf ein Wort. Da seht ihr. Nun, wenn ihr das so sagt. Ein Gebieter? Sire? Weiter! Und schon habt ihr ein römisches Zeichen auf der Brust und eine Statthalterschaft in der Tasche. Kann ich etwas tun? Ich werde sofort mit Ihnen reden. Ihr könnt zusehen, ob ihr euren Erfolg so weiterführen könnt. Zum Punkt. Unsere. Auf ein Wort. 50.000. Bis zum nächsten Mal. Sofort. Dann werdet ihr sterben. Okay. Ja. Setzt die Segel! Ist hier noch ein. Nein? Euer Gnaden. Flotte bereit! Ei, ei, Captain! Ich dachte, die wären schon weiter südlich. Schade. Ja, Thapsus benötigt noch einen. Ein Statthalter, ja.
Admiral Augustus, euch benötigen wir hier nicht mehr. Setzt die Segel! Es geht sich gerade so nicht raus, wie frustrierend. Admiral Decius ist noch auf dem Weg, sehr gut. Wir haben sogar noch zwei Blockaden aktiv am Laufen. Alles sehr, sehr zufriedenstellend. Unsere Schiffe werden auch bald wieder... Ah, den hätten wir vielleicht zum Hafen bringen sollen. Erwarte Befehle. Flotte bereit! Schifft ihm einmal über die Meerenge. Dieses Schiff. Es will die Pest auch einfach nicht abschütteln. Flotte bereit! Ja, Kapitän. Bitte? Laut und deutlich. Es ist fast so, als möchte es die Pest auf Gewalt bei sich behalten. Die Frage ist, ob es klüger wäre, den Hafen zu verlassen. Flotte bereit! Die Verluste sind mittlerweile schon groß. Ach, hier ist der Hafen gebaut worden. Setz die Segel. Ich dachte, er wird hier oben gebaut. Setz die Segel. Setz die Segel. Setz die Segel. Ja, Kapitän. Flotte bereit! Ei, Captain! Setz die Segel! Ein Schiff hier rüber. Setz die Segel! Ja, Kapitän. Das andere kann zurück. Hier wäre noch ein Hafen, der vielleicht interessiert, der interessant wäre. Gut. Wir haben eh nur noch wenige Minuten. Kümmern wir uns um die schnell übersichtlichen Gebiete. Einheiten benötigen wir dort definitiv nicht. Und gebaut wird ebenso fleißig. Sehr gut. Dort ist alles in Ordnung. Alles abgesegnet. Ja, baut den eindrucksvollen Tempel. Zutiefst beeindruckend. Diese großen Garnisonen auch, die wir in den Gebieten haben. Erwarte Befehle. Das musste ja mal, das musste ja irgendwann mal wieder passieren. Aber so hat Cassius auch mal wieder etwas zu tun. Die Inseln würde ich ganz gerne noch schaffen, das wäre sehr angenehm, wenn wir die noch hinter uns bringen. Nur zum Erbsenzähler. Mhm. Ja, nun auch mit epischen Mauern Lilibeum versehen. Sehr gut. Wie kann ich dienen? Sofort. Muss man jetzt nicht zwingend mit mehr Garnison überfüllen als notwendig. Außer Kidonia. Kidonia bleibt
problematisch. Kidonia möchte aber auch problematisch sein. Rotos sieht gut soweit aus. Immerhin haben wir nun die 10 erreicht. Das hier wiederum gefällt mir noch gar nicht. Salamis ist schwierig. Nicht problematisch, aber schwierig. Gut, damit haben wir die Inseln kontrolliert. Wir haben schon mal die Marine befehligt. Nächstes Mal werden wir natürlich wieder den ein oder anderen Kampf durchführen. Auf jeden Fall die Belagerung von Memphis. Kotars werden wir uns weiter angucken. Oh ja, das ist spannend. Hier findet Bewegung statt. Was dieses Gebäude hier bedeutet, General. Das weiß niemand. Aber wir könnten unsere Vorhut natürlich schicken, um sie ein wenig auszudünnen. Mal sehen, zu was mir Lust und Laune ist. Ich freue mich sehr auf das Abenteuer. Bis dahin, euer Imperator Caesar.